stellen Sie sich vor, ich komme 10 Jahre in Ihren Laden, in Migros City. Wie sieht der aus? Ich denke, die Inszenierung macht Frische von Früchten und Gemüse. Und der ganze Auftritt wird sich nicht gross verändern. Aber vermutlich haben Sie den Einkaufszettel am Handgelenk und mit einer GPS-Brille werden Sie als Produkt angeführt. Ich weiss es nicht. Vermutlich ist in 10 Jahren das, was wir heute noch gar nicht wissen, dass es einmal ist. Und was schätzen Kundinnen und Kunden besonders an Migros City? Geschätzt wird natürlich, dass man alles für den täglichen Bedarf unter einem Dach zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis dort mitten in der City findet. Früher hat der Kunde ellenlang an der Kasse müssen anstehen und heute kann er Self-Scanning wählen, wenn er will. Die Produkte sollten besser vorrätig sein wie früher, weil ein automatischer Nachschub wird die Produkte beliefern und wir sollten jeden Tag eigentlich die Produkte, die gestern verkauft worden sind, wieder im Gestell haben. Ja, in Zukunft gibt es dann vielleicht elektronische Preistäfeli, das gibt es ja schon, oder? Aber wer weiß, in weiter Zukunft wird man den Kundenfluss vielleicht ein bisschen steuern, indem die Preise am Samstag höher sind wie unter der Woche. Und so kann man den Kundenfluss ein bisschen steuern. Was würde denn Ihrem Quartier fehlen, wenn es den Migros City nicht mehr gäbe? Also, ich wäre nicht da und 150 andere Migros-Mitarbeiter, die in diesem Haus arbeiten. Aber nein, Migros gehört einfach zur Löwenstrasse. Was ist denn Ihr Lieblingsprodukt im Migros? Mein Lieblingsprodukt ist das Himbeerdelis-Joghurt und Plevita habe ich auch sehr gerne.